fast 600 Millionen Euro teuer, 340 Meter lang und auf 14 Decks mit Platz für 4000 Passagiere und 1500 Crewmitglieder. Die Disney Fantasy, das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meierwerft, brach am heutigen Mittag pünktlich zu seiner engen Reise über die Ems in Richtung Nordsee auf. Bei zunächst herrlichem Sonnenschein präsentierte sich der Kreuzfahrtriese vor seiner Abreise. Doch pünktlich zum Start prasselten immer wieder heftige Regen- und Hagelschauer über die Besucher nieder. Diese ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und guckten fasziniert zu, wie der riesige Luxusliner von Schleppern mit dem Heck voraus Richtung Dockschleuse gezogen wurde. Die erste Passage, die Dockschleuse der Meierwerft, meisterte der Kreuzfahrtriese problemlos. Noch in der Nacht zu Samstag wird die Disney Fantasy in Imshafen erwartet. Nach der offiziellen Übergabe im Februar wird das Schiff den Atlantik überqueren. Die Jungfernfahrt in der Karibik ist für den 31. März geplant.